Ein Job als Babysitter? Puh, ob das zu mir passt? Ach, ich rufe da einfach mal an. Hallo? Hoffentlich rufen Sie wegen des Jobs an. Ich kenne Ihre Nummer nämlich nicht. Ja, hallo. Ich habe gerade gesehen, dass Sie jemanden suchen zum Babysitten. Ich würde mich gern vorstellen und hätte heute Abend auch Zeit. Gott sei Dank. Ich hatte schon gedacht, dass ich einen Kinoabend mit meiner Frau absagen muss. Sie wissen, dass Sie auf zwei Babys aufpassen müssen? Bisher hat sich keiner gemeldet. Deswegen würde ich sagen, dass Sie heute einfach vorbeikommen und einen Probetag starten. Klingt sehr gut, Sir. Die Adresse schicke ich Ihnen über WhatsApp. Wir treffen uns in der Lobby um 6:45 und besprechen den Rest, ja? Oh, wow. Ja, natürlich. Vielen, vielen Dank, Sir. Ja, ich hab den Job. Endlich geht's bergauf im Leben. Ich muss mich von meiner besten Seite zeigen. Jetzt kann ich endlich Geld verdienen, um mit YouTube anzufangen. Wie cool. Einige Babysitter werden seit mehreren Tagen vermisst. Sei bitte vorsichtig. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach, Lea, bleib cool. Du weißt, ich bin der beste Babysitter auf der Welt. Und naja, die Babys sind ja nur 2 Jahre alt, also kein Problem. Aber Danny, du solltest heute zu mir kommen. Hä? Lea? Ah, verdammtes Telefon. Ich kaufe für morgen einfach ein neues. Was ist hier denn los? Emily, du solltest schlafen. Na, komm mal her auf meinen Arm. Du sollst schlafen. Elias und ich müssen heute noch essen, bevor er ins Bett geht. Und dein Vater hat mir erzählt, dass du eigentlich schon schlafen sollst. Wie bist du eigentlich aus dem Bett gekommen und hast die Tür aufgemacht? Ach, ist ja auch egal. Schlaf gut. Hä? Was war das? Was ist hier gerade kaputt gegangen, Mann? Ich habe Angst. Elias, Bro, was ist hier denn passiert? Hast du Hunger, kleiner Mann? Komm mal her. Ich mache erstmal die Tür zu. Willst du eine Flasche haben zu trinken? Na komm her. Meine Schwester hat mir erzählt, dass eine Menge Babysitter vermisst werden. Aber weißt du was? Ich krieg wahrscheinlich bald mehr Jobs. Klingt das nicht gut? Aber vielleicht bin ich da nicht mehr dein Babysitter, Bro. Elias, ist alles gut bei dir? Oh mein Gott. Bist du krank? Was war das? Hier, Bro, du musst deine Flasche noch trinken. Oh, nee, ne? Jetzt muss ich auch noch deine Windel wechseln. Boah, Bruder, das stinkt. Warte kurz, ich hol dir mal deine Windel. Elias, wo bist du denn jetzt? Kleiner Mann, wo bist du? Bist du hier? Yo, hier stimmt doch irgendwas nicht. Deine Eltern haben mir erzählt, dass du kein normales Baby bist, aber Digga, das wird langsam gruselig. Boah, Bro, ist das dein Ernst? Was hast du gegessen, den Elefanten? Oh, ich hasse diesen Teil von meinem Job. Alles klar, alles perfekt. Du hast gegessen und jetzt geht's ins Bett. Oh, guck mal, kleiner Mann. Emily sieht so süß aus, wenn sie schläft. Weh, du schläfst jetzt auch nicht. Bitte, Bro, ich hatte echt einen harten Tag und will einfach nur auf dem Sofa chillen, okay? Gott sei Dank. Ich wollte noch die Videos von Denomi schauen, weil ich welche verpasst habe. Hä? Was zum... Och nö, wo sind denn die Babys hin? Alter, ich war doch gerade mal 5 Sekunden draußen. Wie ist denn das möglich? Wo sind die hin? Und wo ist deine Schwester? Du machst einen Witz, oder? Du willst mir erzählen, dass sie jetzt in diesem Bild drin ist? Oh nein, wie kriegen wir sie da denn jetzt raus? Wie kriegen wir Emily jetzt hier raus? Ich glaube, ich rufe deinen Cousin Harry Potter an. Yo, Bro, was geht ab? Yo, Bro, ich babysitte gerade Elias und Emily und die vermissen Harry ein bisschen. Kann der vorbeikommen? Sie sehen so traurig aus. Yo, wir haben 11 Uhr, Bruder. Können wir das morgen klären? Yo, Bro, hör zu! Ich verliere meinen Job, wenn diese Babys unglücklich sind! Beweg deinen Arsch und bring Harry vorbei, Mann! Yo, Bro, chill! Ich bin auf dem Weg, Mann, ich komm! Harry, wir brauchen deine Hilfe. Emily ist irgendwie in diesem Bild und ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Du bist das einzige Baby, was zaubern kann, also mach irgendwas. Okay, it's Hayfice. Yo, Digga, what the? Abracadabra! Es funktioniert! Das funktioniert wirklich! Ziegenarsch und einmal schwarzer Kater! Das war easy. Du hast es geschafft, Harry. Ich danke dir so, so sehr. Oh.
Bist du hungrig? Ich werde deine Milch holen, nachdem ich Elias ins Bett gebracht habe, okay? Du kannst heute bei Mama im Bett schlafen. Deiner Mann, du musst heute in deinem Bett bleiben, okay? Keine Geräusche, keine öffnenden Türen, keine Geschichten, keine... Gute Nachtgeschichten, okay, gute Nachtgeschichten. 12 Sekunden später. Es war einmal ein Babysitter. Er wollte einen Job und bekam einen. Viele Babysitter sind vorher verschwunden. Es wurde gesagt, dass wenn ein ganz besonderes Baby gebabysittet wurde, dass der Babysitter nach ein paar Tagen verschwunden ist. Aber das hat ihn nicht weiter interessiert. Oh, der schläft schon. Perfekt, dann mache ich Emily jetzt mal was zu essen. Emily, wie bist du ins Bild gekommen? Ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht. Bitte nicht nochmal, okay? Zum Glück heißt dein Cousin Harry Potter, was? Du, ich mag dich viel mehr als Elias, weil du überhaupt kein gruseliges Baby bist. Dein Bruder ist manchmal richtig gruselig. Manchmal habe ich solche Angst, dass ich mir denke, okay, ich will einfach abhauen, aber naja, ich brauche das Geld halt und den Job. Hä? War da was? Jo, was geht denn hier ab? Emily, ruhig bleiben, ich check mal da oben, was da los ist. Siehst du, das meine ich. Elias verursacht immer nur Ärger, habe ich das Gefühl. Alter, was ist denn das hier schon wieder? In meiner Stellbeschreibung stand nicht, dass ihr auf dämonische Kinder aufpassen sollen. Mann! Ach, Digga, warum habe ich immer so ein Pech? Okay, ganz ruhig. Ich gehe da jetzt rein. Scheiße, Digga, was geht denn hier? Elias? Mein Lieber, ich habe das Gefühl, dass du dafür nichts kannst. Was ist denn bloß los hier? Wir beide gehen jetzt runter zu Emily und müssen Harry Potter herholen. Er scheint mächtig zu sein und dann klären wir das hier mal. Sorry, dass ich dich nochmal nerven muss, Harry, aber mit Elias stimmt hier anscheinend irgendwas nicht. Der Junge sah gerade aus wie meine Ex-Freundin, wenn sie sauer ist. Noch schlimmer. Wie ein Dämon. Kennst du die Vorgeschichte nicht? Die sollte man dir erzählt haben, Denno. Vorgeschichte? Was meinst du damit? Vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten hat Elias ein neues Spielzeug bekommen. Er spielte mit seiner Schwester und hatte viel Spaß. Doch nach einiger Zeit veränderte sich Elias und wurde immer aggressiver. Er fing an, bei kleinen Dingen auszurasten und seine Schwester anzuschreien. Haben seine Eltern denn nichts gemerkt, Mann? Das muss doch aufgefallen sein, dass er plötzlich so wütend geworden ist. Lass mich doch erstmal zu Ende erzählen, Bro. Also. Elias ist angeblich nachts aufgewacht, weil sein Spielzeug mit ihm geredet haben soll. Es ist unklar, was hier gesagt wurde, aber es scheint so, als wohne ein Dämon in diesem Spielzeug. Elias konnte irgendwie mit ihm kommunizieren. Es hat ihn dazu verleitet, immer etwas Böses zu tun, wenn die Eltern verschwanden. Oha, hat er was mit den verschwundenen Babysittern zu tun oder was? Yo, Bro, hast du die Babysitter verschwinden lassen? So einfach ist das nicht. Ich erkläre zu Ende. Nachdem klar war, dass Elias für das Verschwinden der Babysitter verantwortlich war, sind seine Eltern verschwunden. Die Eltern haben sie einfach alleine gelassen und dich angerufen. Das ist nun knapp 12 Stunden her. Nun bist du hier. Nein! Das ist nicht dein Ernst, Digga. Du verarschst mich, oder? Leider nicht. Es tut mir leid. Aber sie meinten, dass sie in 3 Tagen wieder hier sind. Das kann doch nicht sein. Bitte sag mir, dass die Eltern wiederkommen. Elias hat mir erzählt, dass ihre Großmutter in 3 Tagen kommen soll. Gott sei Dank. Ihre Großmutter? Wie erreiche ich sie? Gibt's einen Namen? Ich rufe die Oma sofort an. Die soll hierher kommen, Mann. Sie ist schwer zu erreichen. Die Großmutter ruht in einem Wald ohne Telefon. Oh, Mann. Und du bist dir sicher, dass die hier in 3 Tagen auftaucht? So hat es Elias mir erzählt. Elias, stimmt das? Harry Bro, danke, echt.
Du bist der Beste. Ohne dich hätte ich hier schon lange Riesenärger. Kein Problem, Denno. Ich mach mich da mal wieder aus dem Staub. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Du weißt, ich bin dir auf ewig was schuldig. Mach's gut, Bro. Also gut, jetzt geht's aber wirklich ins Bett mit euch beiden. Bitte macht keinen Ärger und schlaft jetzt erstmal durch. Das Doktorspielzeug nehme ich dann erstmal an mich, damit wir heute Nacht mal ein bisschen Ruhe im Karton haben. So, jetzt rufe ich erstmal den Vater an und dann kann der was erleben. Hallo? Yo, Mann, sofort nach Hause kommen! Nein, dummes Handy. Junge, was geht denn hier eigentlich gerade ab? Oh, ich muss mich hinlegen. Ich krieg Kopfschmerzen. Die Oma. Wer ist sie? Und wie kann ich sie erreichen? Wer ist diese Oma? Hey, du! Weißt du etwas? Was wurde da gerade gesagt? Leute, das war mein allererster Animationsfilm und ich hoffe, dass euch dieser Film gefallen hat. Lasst ein Like da, das ist ganz wichtig. 25.000 Likes haben wir gesagt, machen wir eine Serie draus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat zu produzieren. Wir mussten sehr, sehr viele Abläufe dafür machen und ja, ich werde auch nochmal auf diesen Film reagieren. Ich habe ihn noch nicht komplett fertig gesehen, nur noch sozusagen den letzten Schliff in Auftrag gegeben. Da steckt ein ganzes Produktionsteam hinter. Ich hoffe einfach, dass ihr mehr sehen wollt und ich sage auch nochmal danke für euren Support bis hierhin und auch nochmal vielen Dank an die Entwickler von unserem Baby in Yellow, die damit kein Problem haben. Leute, Dankeschön. Kuss, euer Denno out.